Liebe Parteifreunde und Gäste unserer Landeswahlversammlung, was glauben Sie, hat diese Flasche, eine Rentnerin und unsere Regierung miteinander zu tun? Lassen Sie es mich kurz erläutern. Vor circa 3,5 Wochen habe ich im Aachener Stadtteil Richterich am Markt eine ältere Dame gesehen, wie sie Flaschen aus Papierkörben angelte. Ich habe sie angesprochen und habe sie gefragt. Sie ist 73 Jahre alt, hat 2 Kinder erzogen. Auf meine Frage, warum sie das macht, sagte sie, ihre Mini-Rente reicht ihr nicht zum Leben. Das Problem dabei ist, dass das die Ausbeute ist. Eine Tagesausbeute einer 73-Jährigen, die Flaschen sammeln muss. Circa 30 Flaschen zum Pfandwert von 7,50 Euro. Weil ihre Mini-Rente nicht reicht zum Leben. Ich habe sie dann nochmal gefragt, warum gehen Sie nicht zum Sozialamt? Da sagte sie mir, dafür wäre sie zu stolz. Sie hat noch nie in ihrem Leben jemanden auf der Tasche gelegen. Nach dem Gespräch fuhr ich in Richterich an einem Flüchtlingsheim vorbei, keine 1000 Meter entfernt. Junge Migranten in schicken roten Adidas-Schuhen, iPhone am Ohr, voll versorgt im Hotel Merkel. Nein, hier geht es nicht um eine Neiddiskussion, liebe Freunde. Hier geht es um eine Gerechtigkeitsdiskussion in diesem Land. Deutschland gibt und gab dieses und letztes Jahr zusammen über 60 Milliarden Euro für Flüchtlinge aus. Und die Generation, die dieses Land mit aufgebaut hat, die für unseren Wohlstand gesorgt hat, unseren Wohlstand hier gemeinsam, lässt diese Regierung und bald uns auch gleichzeitig in die Altersarmut rutschen. Und das werden und müssen wir verhindern, meine Damen und Herren. Also von den Pfandflaschen zu den Flaschen in unsere Regierung zu kommen, ist damit sicherlich nicht zu weit hergeholt. Sigmar Gabriel, früher auch Sigi Pop genannt, noch Chef der noch Regierungspartei SPD und noch Vizekanzler, er nennt sich mal eben selbst zum Außenminister. Als ob die Ministerien der SPD gehören würden. Dann beschimpft er Trump als, wörtlich, Vorreiter einer autoritären und chauvinistischen Internationale. Das war für Washington schon mal eine gute Empfehlung. Liebe Freunde, als Außenminister könnten wir ihn jetzt schon Sigi Flop nennen. Oder unsere Verteidigungsministerin veranstaltet Sexseminare für mehr Offenheit. Als wäre die Bundeswehr ein Swingerclub. Sie hat sich um die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes zu kümmern. Und dafür, dass unsere Soldaten mit den besten Waffen ausgerüstet werden, liebe Freunde, das sind wir denen, die ihren Kopf für uns hinhalten, einfach schuldig. Justizminister Maas, der kleine Heiko, lässt in inniger Kumpanei die Ex-Stasi-Agentin Annette Kahane Meinungsunterdrückung auf Facebook organisieren. Anstatt die Meinungsfreiheit zu schützen, was seine eigentliche Aufgabe wäre. Umgesetzt werden soll dies ausgerechnet auch noch von den Machern der linken Hetzplattform Korrektiv. George Soros lässt grüßen. Und wir haben einen technokratischen Innenminister, Spitzname Thomas Di Misere, der alles, nur nicht seinen Laden im Griff hat. Verschwundene Akten, falsche Zahlen bei den Flüchtlingen und die Kommunikation mit den Ländern, trauriger Höhepunkt, Berlin-Breitscheidplatz.
So präsentiert sich also diese als Bundesregierung getarnte Narrentruppe, als ob wir das ganze Jahr über Karneval hätten. Diese Damen und Herren, liebe Freunde, werden und müssen wir im September ins politische Nirvana schicken. Egal, was uns die Meinungsforschungsinstitute vorgaukeln werden. Wo sehe ich aber meine Schwerpunkte? Als Wirtschafts- und Realpolitiker weiß ich, dass unser Wohlstand und unser System der sozialen Sicherheit von der Leistungskraft und der Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft abhängig ist. Auch damit das Sammeln von Pfandflaschen aufhört, muss Wirtschaftspolitik und die soziale Marktwirtschaft weiterhin ein zentrales Thema der AfD bleiben. 70% der deutschen Aktien von deutschen Unternehmen waren vor 10 Jahren noch in deutscher Hand. Heute sind es nur noch 30%. Deshalb brauchen wir eine Wirtschaftspolitik, die sicherstellt, dass wir keinen Ausverkauf mehr unserer Industrie und unserer Kernkompetenzen mehr gibt. Wir müssen sicherstellen, dass unsere soziale Marktwirtschaft nicht auf dem Scheiterhaufen geostrategischer Machtinteressen von dubiosen Finanzinvestoren aus dem Ausland geopfert wird. Besonders im Bereich des digitalen Wandels sehe ich dringenden Handlungsbedarf. Ein Wandel, der tiefgreifende wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen, die Sie alle hier im Saal treffen werden, nach sich ziehen wird. Allein der Verlust von circa... Die Zeit ist dann um. Vielen Dank. Bin ich fertig. Dann haben Sie jetzt die Möglichkeit für 5 Fragen. Die erste Frage bitte hier. Ja, es kam spät, eigentlich dann auch zu spät für die Zeit. Ich hätte gerne noch ein bisschen was zu der Digitalisierung 2.0, zu dem Wandel gehört, denn ich glaube, das ist ja eins deiner Fachthemen, die nur wenige beherrschen, die aber unsere Zukunft beherrschen werden. Die Frage lautet? Ja, ich würde dazu gerne einfach noch was hören, wo er gerade nicht mehr zu gekommen ist, zu Digitalisierung 2.0 oder Industrialisierung 2.0. Dankeschön. Digitalisierung oder Industrie 4.0. Also das Thema ist bei der Digitalisierung, ich hatte gerade davon gesprochen, dass man erwartet ca. 20 Millionen Arbeitsplätze, die dann wegfallen werden. Wir haben hier tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen. Diese tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen sind eindeutig nicht nur im Bereich der Wirtschaft zu sehen, sondern auch im Bereich der Familien, Arbeitsfamilien und sonstiger politischen Felder und Ressorts, die wir tatsächlich haben werden. Das bedeutet, wir werden hier gemeinsam extreme Anstrengungen machen müssen, um im Bereich der Digitalisierung neue Möglichkeiten zu finden, dass wir ohne unsere gesellschaftlichen Errungenschaften wie Solidarität, dass wir hier Lösungen finden müssen, die unser aller Gemeinschaft und aller Gesellschaft tatsächlich für die Zukunft sicher machen wird, die heute noch nicht da ist. Und damit können wir als AfD aus meiner Sicht punkten, weil alle Kartellparteien dieses zurzeit noch nicht so auf der Agenda haben, wie sie es haben müssten. Dankeschön. Frage Nummer 2, bitte. Ja, Herr Karmann, Sie als Unternehmer, wie stehen Sie zum... Vielleicht da hinten? Mindestlohn. Wie stehen Sie zum Mindestlohn, ist die Frage. Ja, als Unternehmer ist man da zwiegespalten bei dem Mindestlohn. Ich habe da so mehrere Thesen. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass ein Arbeitsplatz ein vernünftiges Auskommen einer Familie sicherstellen muss. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dieser Mindestlohn ist nichts anderes als eine weitere Abschöpfung von Steuern für die Bundesregierung und besonders für Frau Nahles als solches. Das bedeutet, der Mindestlohn, wie er heute ist, mit dem Arbeitgeberanteil abzüglich der Steuern,
bleibt im Endeffekt auch nur noch 6,50 Euro für den Arbeitnehmer zur Verfügung. Viel wichtiger wäre es aus meiner Sicht, dass wir ihn nicht 6,50 oder dass wir den Mindestlohn machen, sondern dass wir eine Lohnobergrenze, eine Lohnmindestgrenze festlegen, die dann aber unversteuert lassen, damit man tatsächlich von einer Aufgabe auch tatsächlich leben kann. Was heute nicht der Fall ist, rechnen sich hoch, 6,50 Euro, davon kann keine Familie leben. Frage Nummer 3, bitteschön. Ja, die deutsche Wirtschaft, lieber Uwe, wird ja im Kern von den familiengeführten mittelständischen Unternehmen getragen. Und ein heftiger Diskussionspunkt ist hier die Erbschaftssteuer. Wie stehst du zum Punkt Erbschaftssteuer? Danke. Also ich bin der Meinung, dass man Erbschaftssteuer für den Mittelstand oder für mittelständische Unternehmer abschaffen sollte, nicht damit wir die Reichen noch reicher machen oder die vermeintlich Reichen noch reicher, sondern es geht darum, dass Erben von einem Unternehmen davon Steuern zahlen müssen, damit die Wirtschaftskraft aus dem Unternehmen teilweise herausziehen müssen, Arbeitsplätze dadurch gefährdet werden und am Ende des Tages, was ich vorher schon gesagt habe, dass diese Unternehmen nicht auch noch ans Ausland verkauft werden müssen aufgrund dieser Erbschaftssteuer. Ich kann Ihnen viele Unternehmen nennen, die tatsächlich diese Situation gehabt haben. Und da müssen wir besonders drauf achten. Nicht die Arbeitgeber reicher machen, sondern die Arbeitsplätze Zeit sichern. Das um. Muss gewährleistet Dankeschön. Sein. Dankeschön. Dann haben wir Frage Nummer 4. Lieber Uwe, du warst stellvertretender Sprecher, Bundessprecher des Mittelstandsforums der AfD und auch Landessprecher des Mittelstandsforums. Du hast im letzten Sommer diese Organisation verlassen, deine Ämter niedergelegt, hast mehrere Mitglieder zum Austritt aufgefordert, um dann im Spätherbst wieder die Mitgliedschaft neu zu beantragen. Sie müssen zur Frage kommen, bitte. Wie siehst du dieses rinnende Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln? Dankeschön, die Zeit ist um. Ja. Ganz einfach. Ich habe ein Unternehmen mit ungefähr 25, 28 Beratern. Ein Großteil dieser Berater sind bei meinen Großkunden. Und wenn Sie von dem Vorstand oder der Vorständin angerufen werden und sagen, für Ihre Tätigkeit im Mittelstandsforum ist das Unternehmen als solches da, damit haben wir ein Problem, weil wir sind ein Unternehmen, was sich auch in Amerika aktiv ist. Und Sie können sich das aussuchen. Was Sie privat machen, ist uns egal. Aber als Unternehmen als solches geht das nicht. Und ich habe Verantwortung für meine Mitarbeiter und für deren Familie. Und ich habe mich dann auch 2-3 Wochen zurückgezogen, weil ich genau wissen wollte, was passiert in dem Sinne, dass solche Entscheidungen trifft man nicht von heute auf morgen. Und ich habe dann die Entscheidung getroffen, ich werde damit dann aus dem Mittelstandsforum reingehen, eine kleine Karenzzeit lassen und dann als Privatperson wieder in den Mittelstand reinzugehen. Das war meine Idee, die dahinter ist, weil ich ganz einfach absichern wollte, ja, dass die Mitarbeiter halt ihre Existenz Dankeschön. Behalten. Ich hoffe, das würden Sie genauso sehen. Und dann haben wir noch eine 5. Frage. Bitte schön. Herr Kammann, Sie sprachen vorhin die Altersarmut an, am Beispiel der Rentnerin aus Aachen, Kreis Aachen. Ja, jawohl, arme Frau ist gezwungen, Flaschen zu sammeln. Meine Frage ist, aus welchem Topf, aus welchen Haushalten wollen Sie die Mittel hernehmen, um dieser Frau finanziell so ein bisschen unter die Arme zu greifen? Dankeschön. Also ich bin der festen Überzeugung davon, dass wir, das hatte ich danach auch gesagt, wenn wir 60 Milliarden Euro für Flüchtlinge ausgeben können, das sind ungefähr, wenn ich die Renten nochmal hochrechne, 200 bis 300 Euro sind das zusätzlich, wenn man einen bestimmten Teil dafür nimmt, den man also auch den Rentnern zur Verfügung stellen kann. Natürlich nicht allen Rentnern, auch klar, sondern die Rentner, die Wirtschaftliches tatsächlich notwendig haben. Und ich hasse es wie die Pest in dem Sinne, dass wir mit Menschen, die wirklich hier an unserem Aufbau beteiligt worden sind, dass wir diesen Menschen nicht ein höheres Recht einräumen als diejenigen, die gerade mal kurz da sind, weil das sind Menschen, die waren weder kurz da, noch sind die schon länger hier, sondern die waren immer hier. Ja, vielen Dank an den Kandidaten Kammann. Abgegeben wurden im Wahlgang 238 Stimmen. Davon sind 0 ungültig, 2 Enthaltungen,
42 Nein-Stimmen. Es ergibt sich mit dem zweiten, mit den 238 abzüglich 2 Enthaltungen, 236 durch 2 ist 118, das heißt, das Quorum beträgt 119 Stimmen. Es entfallen auf Dr. Uwe Höller 51 Stimmen und auf Uwe Kammern 143. Damit stelle ich fest, dass der Kandidat Kammern die erforderliche einfache Mehrheit erreicht hat und frage ihn auch, ob er die Wahl annimmt. Uwe, nimmst du die Wahl an?